Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und endlich ist er da, der neue WWE World Heavyweight Championship. Ich finde, das Teil sieht echt große Klasse aus und ich freue mich echt wie ein Kleinkind darüber. Endlich mein neuer WWE World Heavyweight Championship. Dieses Mal hier mit dem neuen WWE Network Logo, beziehungsweise jetzt das neue WWE Logo. Und ich zeige euch mal das Teil hier, wie das ganz genau aussieht. So, und hier ist das gute Stück. Ein ganz genauer Blick über den Titel hier. Bei meinen Titel-Reviews ist es ja immer das Gleiche. Wir fangen hier drüben an und wir haben hier den ganz normalen Lederstrap, also halt den Gürtel. Ist natürlich Replika, das heißt, das Ganze ist hier auch wirklich relativ gutes Leder. Natürlich ist es nicht gereledert. Das könnte man auf jeden Fall noch nachholen, kostet aber halt auch seinen Schein. Dann haben wir hier gleich das erste Design mit dem neuen WWE-Logo drin. Dann das Sideplate. Ist im Prinzip auch sehr ähnlich von dem Titel, den wir auch vorher schon hatten. Hier halt nur mit dem WWE-Network-Logo. Hier ist die Erde aber auch flach. In der zweiten Version des WWE-Titels kam die Erde hier so ein bisschen raus. Das kann ich euch ja dann nochmal genau zeigen, wenn ich die beiden WWE-Titel vergleiche. Und hier haben wir noch so einen kleinen Balken, der das Ganze auch so ein bisschen trennt. Auf der anderen Seite sieht das ganz genauso aus, hier mit dem Network-Logo. Hier ist natürlich der Strap, also das Leder, ein bisschen länger, auch mit dem WWE-Network-Logo. Und hier sieht man auch schon, dass die Verarbeitung auch richtig gut ist, nicht so wie bei der Version Nummer 1, die von diesem Titel hier rauskam. Da war teilweise so, dass diese Vierecke hier so ein bisschen übereinander gelappt haben und das haben wir hier nicht. Dann kommen wir zum Mainplate und das sieht echt richtig gut aus mit dem neuen Logo, da kann man echt nicht meckern. Wir haben ja vorher hier so einen großen Bereich gehabt, wo Champion mit drin steht. Das Ganze wurde hier jetzt verkleinert, wir haben hier also jetzt die Aufschrift World Heavyweight Champion mit unten drin in silberner Farbe. Sieht meiner Meinung nach echt cool aus. Hier haben wir auch noch so ein paar rote Steine an der Seite. Das sieht echt edel aus. An sich sind die Steine nicht wirklich anders als beim Vorgänger. Aber wie gesagt, ich werde nochmal ein Vergleichsvideo machen, wie sich die erste Version von der zweiten Version unterscheidet. Das Network-Logo sieht meiner Meinung nach extrem hammer hier aus. Natürlich könnte man auch hier wieder die ganzen Steine austauschen, wenn man das wollen würde. Aber auch mit diesem großen roten Bereich hier, der in diesem Titel Nummer mit drin ist, der ist auch richtig gut geworden. Da waren ja vorher im Prinzip bloß so kleine Steine, die diesen roten Strich halt simuliert haben. Und das Ganze hier mit so einer, weiß ich nicht, Glasplatte oder was das auch immer ist, das sieht extrem gut aus. Alles halt mit einem schwarzen Rand. Und dann halt dieses silberne Logo. Meiner Meinung nach ein extrem wunderschönes Teil. Ich habe den Titel natürlich original aus dem WWE-Shop aus Amerika bestellt. Das Ganze hat neu, so wie es ist, 460 Euro gekostet oder so, wenn man Zoll und Steuern halt mit dazu rechnet. Also es ist schon ein extrem stolzer Preis, aber ich finde das Teil einfach richtig cool. Außerdem gibt es wie immer hier noch so eine Tasche mit dazu, mit dem neuen Logo drauf. Gibt es im Prinzip nicht viel, ist halt eine Tasche für den Gürtel. Und es gibt noch eine kleine Verpackung mit extra Steinen, womit man halt, falls hier mal wirklich einer rausfällt oder rausbricht oder keine Ahnung, dann kann man halt wirklich für Abhilfe sorgen und dafür gibt es hier noch so ein kleines Tütchen. Außerdem ist dieser Titel hier auch komplett von der WWE selbst produziert. Da haben wir hinten auch nochmal so ein kleines Extrafeld, wo das auch nochmal drin steht, dass es halt wirklich ein WWE-Lizenzprodukt ist und nicht mehr von Figure Toys Company, die halt vorher diese Titel gemacht haben. Das heißt, die WWE hat jetzt komplett selbst den Laden im Prinzip übernommen und macht die Titel halt wirklich jetzt selber und das finde ich auch extrem cool. Ja, und das war dann schon mein Review zum WWE Championship. Schreibt doch mal eure Meinung zum Titel in die Kommentare und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es so ist, gebt mir doch wie immer einen Daumen nach oben. Hier findest du jetzt noch den Link, um meinen Kanal zu abonnieren. Darunter gibt es die Facebook-Seite von mir und die Facebook-Seite von mir als Wrestler. Darunter gibt es die größte Online-Wrestling-Liga und unter mir zwei weitere Videos. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.